beim nachhaltigen Bauen, das oft auch als grünes oder umweltfreundliches Bauen bezeichnet wird, geht es darum, die negativen Auswirkungen der Bautätigkeit auf die Umwelt zu minimieren und gleichzeitig den sozialen und wirtschaftlichen Nutzen zu maximieren. Es handelt sich um einen integrierten Ansatz, der den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes berücksichtigt, von der Planung und dem Bau über den Betrieb bis hin zum eventuellen Rückbau. Mit diesem Ansatz soll ein empfindliches Gleichgewicht zwischen Umwelterhaltung, wirtschaftlicher Lebensfähigkeit und gesellschaftlichem Wohlergehen erreicht werden. Die Schlüsselprinzipien des nachhaltigen Bauens sind Ressourceneffizienz, Energieeffizienz, Wassereinsparung, gesundes Innenraumklima, Abfallvermeidung und Recycling, biologische Vielfalt und Erhaltung von Lebensräumen sowie Langlebigkeit und Anpassungsfähigkeit. Die umweltfreundliche Beschaffung im Bauwesen ist Teil der Ziele für nachhaltige Entwicklung, die das Wirtschaftswachstum auf strategischer Ebene beeinflussen. Die Einführung grüner Technologien und Praktiken ist nicht länger eine Option, sondern ein lohnender Weg, um einen Wettbewerbsvorteil im Bausektor zu erlangen. Die umweltfreundliche Beschaffung gewinnt in der Bauindustrie und in der Lieferkette zunehmend an Bedeutung, um die Zukunft sicherer zu machen. Das Beschaffungswesen im Bauwesen ist teilweise mit dem Management grüner Logistikdienstleistungen verbunden, das die Ziele der nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung maßgeblich bestimmt. Darüber hinaus hat die Baubeschaffung einen signifikanten Einfluss auf grüne Innovationspraktiken, die teilweise die Ziele der nachhaltigen Entwicklung vorhersagen, und die Vermittlung von grünen logistischen Dienstleistungen und Innovationspraktiken wird teilweise auf die Baubeschaffung und nachhaltige Ziele übertragen. Die Auswirkungen der grünen Beschaffung und der logistischen Dienstleistungen bieten langfristig viele Herausforderungen für die Erreichung der Ziele der nachhaltigen Entwicklung. Kurzfristig führt sie zu betrieblicher Effizienz und weniger gefährlichen Umweltemissionen. Die Vergabe von Umweltzeichen in der Bauindustrie spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung von Nachhaltigkeit, Transparenz und verantwortungsvollen Baupraktiken. Die verschiedenen Arten von Umweltzeichen bieten unterschiedliche Kriterien für die Bewertung der Umweltleistung und liefern den Beteiligten die Informationen, die sie benötigen, um fundierte Entscheidungen über Bauprojekte und Materialien zu treffen. Durch die Förderung der Verwendung umweltfreundlicher Produkte und Entwurfspraktiken trägt das Umweltzeichen zu den Bemühungen der Bauindustrie bei, ihre ökologischen Auswirkungen zu verringern und eine nachhaltigere Bauumgebung zu schaffen. In Anbetracht der komplexen Daten, auf denen sie beruhen, bieten Gütezeichen für Laien eine einfache Bestätigung, dass Produkte, die ein Gütezeichen tragen, eine Reihe von Umweltstandards erfüllen. Durch die Förderung des Verbraucherbewusstseins können Gütezeichen einen erheblichen positiven Einfluss auf den Markt für umweltfreundliche Produkte und Materialien ausüben. Auch wenn es viele Zertifikate gibt, beziehen sich relativ wenige auf Bauprodukte und Materialien. Gütesiegel, die sich auf das Bauwesen beziehen, sind in der Regel nur eine von vielen Kategorien. In der Baubranche gibt es verschiedene Arten von Ecolabels, die sich jeweils auf unterschiedliche Aspekte der Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit konzentrieren. Die erste Kategorie von Ecolabels bezieht sich auf Green Building Zertifizierungen. Diese Labels konzentrieren sich auf die allgemeine Nachhaltigkeit von Design, Bau und Betrieb eines Gebäudes. Die zweite Kategorie von Ecolabels bezieht sich auf produktspezifische Ecolabels. Diese Labels konzentrieren sich auf die Umweltauswirkungen bestimmter Bauprodukte und Materialien. Sie helfen den Verbrauchern bei der Auswahl von Produkten, die einen geringeren ökologischen Fußabdruck haben. Die dritte Kategorie bezieht sich auf Energieeffizienz-Etiketten. Diese Etiketten geben Auskunft über die Energieleistung von Geräten, Anlagen und Gebäudesystemen. Sie helfen den Verbrauchern bei der Auswahl von Produkten, die weniger Energie verbrauchen. In dem Bemühen, die Grundsätze, Praktiken und Merkmale des Umweltzeichens zu standardisieren, hat die ISO 3 verschiedene Kategorien von Umweltzeichen geschaffen. Sie lauten wie folgt: Typ 1, das klassische Umweltzeichen. Typ 2, Selbsterklärungsansprüche. Typ 3, Umwelterklärungen in Form von Zeugnissen, Informationsetiketten. Wie Sie den obigen Informationen entnehmen können, gilt Typ 1 aufgrund seiner unabhängigen Überprüfung allgemein als Goldstandard,
der Umweltkennzeichnung, während die Typen 2 und 3 nicht außer Acht gelassen werden sollten, da sie transparente und quantitative Informationen über die Leistung liefern können. Das EU-Umweltzeichen hilft Verbrauchern, Einzelhändlern und Unternehmen, wirklich nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Das EU-Umweltzeichen ist ein weltweit anerkanntes, freiwilliges System zur Förderung von Waren und Dienstleistungen, die sich durch hervorragende Umweltleistungen auszeichnen. Es stützt sich auf standardisierte Verfahren und wissenschaftliche Erkenntnisse. Es wurde vor mehr als 30 Jahren als Umweltzeichen der Gemeinschaft eingeführt und hat sich in vielen EU-Ländern zum größten und bekanntesten System entwickelt. Das EU-Umweltzeichen ist das einzige EU-weite System zur Vergabe eines Umweltzeichens nach ISO 14024 Typ 1. Das europaweit anerkannte System ist multikriteriell und berücksichtigt die wichtigsten Umweltauswirkungen von Produkten während ihres gesamten Lebenszyklus, von der Gewinnung der Rohstoffe bis zur Entsorgung. Die Europäische Kommission verwaltet das EU-Umweltzeichen auf EU-Ebene, um sicherzustellen, dass die EU-Umweltzeichenverordnung korrekt umgesetzt wird. Der Ausschuss für das Umweltzeichen der Europäischen Union setzt sich aus Vertretern der zuständigen Stellen der Europäischen Union, Islands, Liechtensteins und Norwegens sowie aus Vertretern von 13 Interessenverbänden und 3 EU-VN-Einrichtungen zusammen. Der Ausschuss für das Umweltzeichen der Europäischen Union beteiligt sich an der Ausarbeitung und Überarbeitung der Kriterien für das EU-Umweltzeichen und an der Überprüfung der Umsetzung der EU-Umweltzeichenregelung. Die nationalen zuständigen Stellen sind unabhängige und unparteiische Organisationen, die von den Staaten des europäischen Wirtschaftsraums innerhalb oder außerhalb der Ministerien benannt werden. Sie sind für die Umsetzung des EU-Umweltzeichenprogramms auf nationaler Ebene zuständig. Die Beteiligung der für eine bestimmte Produktgruppe relevanten Akteure und interessierten Parteien, wie Industrie- und Dienstleistungsanbieter, einschließlich KMU, und deren Unternehmensverbände, Gewerkschaften, Händler, Einzelhändler, Importeure, Umweltschutzgruppen und Verbraucherorganisationen muss gewährleistet sein.